Tolle Fairness ist heute bei uns, die ebenfalls noch nie bei uns in der Sendung war. Ich habe vorhin schon gesagt, ihr verdanken wir diesen Einstieg in die Sendung, den wir schon seit vielen, vielen Jahren benutzen. Und wir schauen mal ganz kurz rein, wie dieses Lied eigentlich weiterginge, ja, wenn es bei uns da mal weiterginge. Für diesen Song. Erinnerst du dich an diese Anfrage, als sie damals kam? Ich erinnere mich sehr lebhaft daran. Da waren wir in einem Backstage-Bereich, ich glaube in Hamburg. Und dann wurden wir gefragt, wir kamen verschwitzt von der Bühne und es war alles irgendwie sehr wild und sowieso war es eine wilde Zeit. Und das, die Anfrage lautete, ihr kennt doch noch diesen netten Moderator, der macht jetzt eine Fernsehsendung und wäre das okay, wenn der euer Lied nimmt? Benutzt, okay. Ja, klar. Ja, und heute ist das für uns tatsächlich ein Klassiker. Wir würden alles tun, Deko, alles irgendwann mal verändern. Nur diesen Song, den werden wir niemals verändern. Mir war deswegen das bis jetzt gerade nicht klar, dass das natürlich vom Text so gut passt für eine Talkshow. Ja. Mit dem nur ein Wort. Bitte gib mir nur ein Wort. Klar. Ja, wir sind ja dankbar für jeden ganzen Satz, den wir einfach mal hören. Kannst du dich damals an die Anfänge erinnern, Judith? Ich meine, ihr habt euch getroffen auf einem, habe ich das richtig gelesen, in einem, was war das, ein Training, ein Workshop, ein Workshop für, das war das Wort, das mir fehlte, ein Workshop für Popkomposition, ja? Ja, im Grunde schon. Also ich hatte 2 Jahre lang in Berlin versucht, eine Band zu finden und es war gar nicht so leicht, also eine Band zu finden, die das versteht, wie wichtig mir die Texte auch sind. Mhm. Und die aber trotzdem dann wiederum auch die Musik ernst genug nehmen, dass man dazu von der Bühne springen möchte und sich in die Menge werfen. So, ne? Das war mein Ziel. Und es war gar nicht so einfach. Und dann hatten mir Freunde geraten, zu diesem Kurs zu gehen. Da gäbe es ganz tolle Musiker. Und was ich tatsächlich in dem Moment nicht bedacht hatte, war, dass ich die dann ja in Hamburg kennenlernen würde. Mhm. Und die dann vielleicht auch nicht in Berlin wohnen würden. Das war mir alles nicht so klar. Und dann habe ich da meine Band gefunden. Und wir haben für immer bis zum letzten Tag von Wir sind Helden in 3 verschiedenen Städten gewohnt. Und das ging trotzdem gut zusammen? Das ging super, weil wir die meiste Zeit sowieso nie zu Hause waren. Und dann war das auch egal. Ja, ich meine, ihr habt eine, weil du das so sagst, ihr habt eine wirklich wahnsinnige Zeit hinter euch. Ne? Ja. Wie habt ihr das damals erlebt, als das plötzlich abging? 2004, 2005 war das. Ne? Da kommt dieses Album raus, ich habe das eingangs schon gesagt. Wir sind Helden hieß das. Und dann ist da dieses Lied drauf, Guten Tag. Und das wurde ihr dann ja plötzlich verstanden als Lied, das den Zeitgeist perfekt getroffen hat. Gegen Konsum, Terror, gegen Kommerzialisierung, all das, was uns auch heute unter den Nägeln brennt. Es war eine völlig verrückte Zeit und es war sehr, sehr schön. Es war märchenhaft und gleichzeitig war es auch immer sozusagen, also es hatte immer eine eigentlich zu hohe Amplitude in allem, was passiert ist. Also ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, ich hänge immer so ein bisschen hinterher in meiner Entwicklung. Also es kam dann immer die Anfrage zum Beispiel, der Headliner von Rock am Ring ist ausgefallen und ihr könntet da spielen. Und das war, glaube ich, unser 2. Festivalsommer. Und ich war froh, dass ich meine Gitarre richtig rumhalten konnte, so ungefähr. Ne? Also es war und dann immer stehst du so, da plötzlich da oben. Ja, es ging alles immer so ein bisschen zu schnell. Und das war auch, da gab es dann auch immer mal Tränen. Also es war immer mal so, dass ich dachte, zu viel von allem. Also ich fand es kein einfaches Leben. Es war wahnsinnig schön. Ich möchte es nicht missen. Ja. Aber es hat einen hohen Ausschlag. Ich habe das Glück gehabt. Ich meine, ich hatte meinen Mann, also damals Freund in der Band, das war natürlich ein Halt. Wir waren immer unheimlich gut befreundet und ich glaube, unser Humor, Bandhumor, hat uns gerettet. Auch Schlagzeuger, ne? Also wir sind viel um Raststätten geflitzt, ohne Bekleidung. Ich nicht so oft wie die anderen, aber also, wir hatten einfach viel Spaß. Das ihr seid hat uns nackt um Raststätten gelaufen. Ist das ein Spiel von Wir sind Helden gewesen? Ja, das war ein Spiel von Wir sind Helden. Sehr gut. War Tag oder Nacht? Nacht. Okay. Ja, tatsächlich glaube ich, also Humor. Raststättenflitzer haben Sie auch noch nicht gehört, ne? Fußballflitzer, ja. Wenn du nächstes Mal flitzt, sagen Sie Scheiße, gucke ich zu. Ja. Ich habe es nicht so oft gemacht wie die anderen. Ich habe andere Mutproben gemacht. Das ganze Ding war ein bisschen wie eine riesige Mutprobe.
Ja, eine Mutprobe, an der man aber auch zerbrechen kann, weil man überfordert einen das irgendwann. Ich meine, auch dieser riesige Erfolg. Und jeder versucht dich ja zu vereinnahmen. Ich habe mal gelesen, ich meine, es ist eigentlich lustig, dass jemand wie ihr, die ja so für Kritik an Konsum und so weiter stehen, dass ihr dann Anfragen hatte, zum Beispiel Werbung für Rolls-Royce zu machen. Ja, das war meine Lieblingsanfrage, die fand ich so schön. Ja. Und zwar, dass so ein klassisches und hochwertiges Auto in so schönem Kontrast zu meinen... quasi zu meiner Personality, wie es dann immer heißt, stehen würde. Ja. Dass das ganz besonders reizvoll wäre. Super. Dann dachte ich auch, ja, ganz besonders reizvoll. Ja, herrlich. Überfordert einen das dann irgendwann, diese Verantwortung? War das der Grund dann auch irgendwann zu sagen, ich mache jetzt mal Schluss, ich will mal raus, ich hole mir auch vielleicht wieder einen Teil meiner Anonymität zurück? Die ist ja dann auch irgendwann flöten. Ja, ich meine, ich habe immer in Kreuzberg gelebt. Mhm. Und Kreuzberg ist sehr gnädig zu Leuten mit einer bekannten Visage. Ne? Da kann man irgendwie 3 Jahre lang immer im gleichen Laden einkaufen und dann merkt man irgendwann, dass derjenige, den man da jeden Tag trifft, schon weiß, was man beruflich macht. Also es war nicht so ein Thema für mich mit der Bekanntheit, aber ich war definitiv teilweise überfordert und ich habe das Gefühl, ich werde so über die Jahre auch eher schüchterner oder ich habe immer einen starken Anteil, haben wahrscheinlich viele Künstler so, ne? Aber eine Seite muss natürlich dünnhäutig sein und man muss ja sehr auf sein, ne? Man muss sehr offen sein, um auch so Songs schreiben zu können. Das heißt irgendwie, das, was mir Leute immer gesagt haben, du brauchst einen dickeren Regenmantel. Du musst... Ein dickes Fell. Du musst dir ein dickes Fell zulegen und so. Da habe ich immer gedacht, das geht irgendwie nicht, weil das würde mich quasi behindern in dem, was ich eigentlich tue, nämlich... Mhm. Songs schreiben. Und sowieso halte ich das für Quatsch. Ich glaube, man kann sich kein dickes Fell zulegen, wenn man keins hat. Ja, und ich glaube wirklich, dass man auch mit den Jahren eher dünnhäutiger wird. Ursula von der Leyen hat das hier in der Sendung mal gesagt. Und ich kann es mir gut vorstellen. Also ich bin schüchterner. Die sagte, im Laufe der Zeit wird man dünnhäutiger und man wird verletzlicher und das prallt überhaupt nicht an einem ab, sondern man nimmt die Angriffe auch sehr viel bewusster wahr. Ja, und irgendwie werde ich auch, also meine Liebsten, ich meine, jetzt mache ich wieder Musik und die Musik ist teilweise auch sehr laut und ich freue mich wahnsinnig, auf Tour zu gehen und ich liebe die Hitze und den Voodoo und das alles, ne, vom Live-Spielen und so. Aber meine liebsten Hobbys sozusagen sind 4 Stunden lang aus dem Fenster gucken und im Wald spazieren gehen und nichts tun und Bücher lesen und meditieren. Und so, ja. Das ist ja die perfekte Voraussetzung, um direkt von der neuen CD jetzt direkt wieder auf die Bühne zu gehen. Du gehst ja direkt wieder auf Tour, ne? Ich steige heute Abend in den Tourbus. Ich fahre. Es geht direkt los. Ja, ich fahre sozusagen nachher nach Berlin, dann steige ich dort in den Tourbus und fahre sofort über Nacht los nach Frankfurt. Unfassbar. Und dann Leipzig und dann Köln und Hamburg und München und ja. Unfassbar. Wir hören mal kurz rein. Du hast ein tolles neues Album gemacht. Dein Mann und du in erster Linie. Wir schauen mal kurz rein. Judith Holofernes, ich bin das Chaos. Und jetzt direkt auf Tour, wie wir gerade gehört haben. Ihr habt das auf den Färöerinseln aufgenommen, stimmt das? Also wir haben Teile davon auf den Färöern aufgenommen, ganz kleine und vor allem... Eine Fußballgroßmacht, wie wir wissen, die Österreicher vor allen Dingen wissen. Ja. Wie fandst du die Färöerinseln? Hast du was gesehen von den Inseln? Weil es immer Nebel. Ja, also es ist neblig, es ist so ein bisschen unwirklich, diesig und es hat so ein bisschen was Herr der Ringe-mäßiges. Total. Es ist so wunderschön, es ist ganz karg und wunderschön und man weiß dann auch, warum die so viel tolle Musik machen, weil man kann auch nichts anderes machen. Also es gibt, es gibt weniger Menschen dort als in Kreuzberg. Ich weiß. Ja. Und sehr viel mehr Schafe als Menschen und sehr so weiter. Sehr viel mehr Schafe als Menschen. Und das Lustige ist, es sind sehr melancholische, dunkle Lieder dabei, zu denen das vielleicht passt. Also dieses Skandinavische, wie man sich das so vorstellt. Wir haben aber auch sehr urban, würde ich mal sagen, sehr urbane und sehr wilde Sachen dort geschrieben. Und dann guckt man aus dem Fenster und sieht so die Schafe und über die Schafe hinweg guckt man über die Klippe ins Meer.
und macht dann Musik, die überhaupt nicht dazu passt. Herrlich. Ja, total schön. Färöerinsel, beneide ich drum um diese Erfahrung. Ich habe mal eine Sightseeing-Tour auf den Färöerinseln gemacht. Und es war so neblig, dass man aus dem Bus einfach nur 20 Meter sehen konnte. Und der Busfahrer sagte immer, da unten ist ein schönes Schloss, könnt ihr aber heute leider nicht sehen. Ja. Und da unten ist noch eine schöne Kirche, könnt ihr heute auch nicht sehen, aber nee, beim nächsten Mal. Ich war dann noch mal da, ich glaube noch zweimal. Ich habe die Kirche und das Schloss alles nie gesehen. Deswegen wäre mir... Aber die Färöer, ich liebe die Färöerinseln. Ja. Wunderbarer Flecken Erde. Ja, und es wird nicht dunkel. Das trägt natürlich zum Songwriting auch sehr bei, weil man kann gar nicht schlafen gehen. Du warst im Sommer. Ich war im Sommer da. Genau. Im Winter möchte man da. Im Winter ist nur dunkel. Also Taito ist jetzt auch, ja, Taito ist jetzt für die Tour auch dabei und ist, glaube ich, nicht so traurig, dass er jetzt gerade nicht da ist. Also da gibt es Windgeschwindigkeiten, die können tagelang das Haus nicht verlassen. Absolut, ja. Aber es gibt auch draußen nichts zu sehen. Im Winter, weil es dunkel ist und im Sommer, weil der Nebel da ist. Und insofern ist auch egal. Judith, danke dir ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Jetzt auf großer Tour. Kompliment nochmal, schönes Album. Danke. Finde Judith Holofernes müsste dringend mal ihren ersten Roman schreiben, Kester. Absolut. Ne? Die eine der besten Texterinnen, die wir im Lande haben. Wirklich. Dankeschön. Absolut. Und Kester Schwenz weiß sowas, denn er ist selber einer, der tolle Bücher schon gemacht hat, tolle Kinderbücher, ich habe es vorhin erwähnt, tolle Bücher für ältere, reifere Herren wie mich, alter Sack war's nun und andere Dinge. Und der jetzt aber ein Buch gemacht hat, in dem es sehr ernsthaft wird,